Mit 12.11 kam das lang ersehnte Scav-Karma. Nun, für die, die nicht dabei waren, bevor das kam, war jede Scav-Runde im Grunde, es wird auf alles geschossen, was sich bewegt. Jetzt mit dem Scav-Karma sind die Leute immer noch etwas nervös, aber die meisten Begegnungen gehen halbwegs friedlich aus. Naja, nicht immer, aber... Neu ist, dass wenn ihr im Hauptmenü zu den Tradern geht, dann seht ihr, dass Fans jetzt einen Ruf hat. Und genau gleich wie alle anderen Trader hat er auch Anforderungen für das nächste Level und so weiter. Und dieser Ruf bei Fans ist genau das Scav-Karma. Nun, das bewegt sich auf einem Spektrum. Ihr könnt über die Stränge schlagen, aber bei minus 6 und plus 6 sind so Meilensteine. Denn bei plus 6 habt ihr Max Reputation bei Fans und einige Bonis. Aber eben zu der Frage, was bringt mir das Ganze dann? Nun, der Scav-Timer wird zum Beispiel beeinflusst. Der ist standardmäßig 20 Minuten, aber je besser euer Karma, desto kürzer der Timer. Bis zu 10 Minuten, also eine Reduktion um die Hälfte. Seid ihr jedoch ein böser Junge, dann wird das deutlich mehr, bis zu 2 Stunden. Wenn ihr obendrauf noch eine Intelligence Sand auf der maximalen Stufe habt, wird das nochmal um 35% reduziert, dann habt ihr einen Scav-Timer von 3 Minuten. Des Weiteren beeinflusst es euer Gear, denn wenn ihr ein böser Junge seid, dann kriegt ihr eine Waffe und das war's. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr noch ein zweites Magazin. Fertig. Als normaler Scav, wir kennen es, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, aber als guter Scav kriegt man so gut wie immer eine Vierrüstung, eine gute Waffe oftmals mit einem Visier obendrauf, zusätzliche Magazine, ein Headset, ein Helm, Rucksack, Rig und obendrauf kriegt ihr noch Medical Items und obendrauf noch ein Bonus, zum Beispiel eine Labs Keycard, also ziemlich heftig, was ihr da kriegen könnt. Dann beeinflusst es auch die Ausgänge, die verfügbar sind. Wenn ihr Scav im Raid seid, die Anzahl Ausgänge hängt von eurem Karma ab. Gerade auf einer Map wie Customs kann das sehr angenehm sein, wenn man davon jede Menge hat. Wenn ihr aber ein böser Junge seid, ja, dann kriegt ihr genau einen Exit. Und zwar der, der am weitesten von euch entfernt ist. Es kann also ziemlich angenehm sein, wenn man ein paar mehr Exits zur Verfügung hat, wenn man gerade irgendwas Wertvolles gefunden hat. Dann die Kosten für die Mitfahrgelegenheit. Wollt ihr mit eurem PMC irgendwo aus der Map raus, wo es einen Car Extract hat, müsst ihr dafür bezahlen. Custom standardmäßig 7000 Rubel. Das wird auch immer weniger bis zur Hälfte. Seid ihr aber ein böser Junge, müsst ihr ordentlich in die Kasse greifen. Dann habt ihr Bündnisse mit Scavs. Je besser euer Karma, desto unwahrscheinlicher, dass ein Boss euch angreift. Ihr könnt also in aller Ruhe mal die Bosse auf der Map betrachten gehen und ein paar Selfies machen. Außerdem könnt ihr einen Scav bitten, euch zu folgen. Je besser euer Karma, desto höher die Chance, dass er darauf eingeht. Aber das Feature ist im Moment ziemlich verbuggt und der Scav ist eine absolut blöde Nudel und bleibt ziemlich schnell irgendwo hängen. Also ich hoffe, dass die noch an dem Feature arbeiten, weil die Grundidee finde ich echt cool. So, seid ihr aber ein böser Junge, da gibt es keine Bündnisse. Dann reagieren Scavs auf euch, als wärt ihr ein PMC. Das heißt, sie knallen euch bei Sichtkontakt und sofort über den Haufen. Das passiert meines Wissens nach, sobald ihr minus 6 erreicht. Zu guter Letzt haben wir die Scav Case. Da wird auch der Cooldown reduziert. Habt zum Beispiel Moonshine, dauert das 4 Stunden 40 Minuten. Auf der besten Stufe dauert es halb so lang. Und auf der schlechtesten wieder so viermal länger. Zudem kriegt ihr bessere Preise bei Fans. Aber wen interessiert es, Reduktion von 15% ist immer noch schlecht. Und ihr kriegt einen neuen Reiter, wo ihr nicht versichertes Gear, was im Raid verloren gegangen ist, kaufen könnt. Aber die Preise sind so hoch und da kauft ihr das Zeug besser neu. So, aber jetzt, wie beeinflussen wir denn unser Karma, um ein guter Scav zu werden? Nun, da gibt es einige Wege, aber bevor wir auf die eingehen, ganz kurz ein Disclaimer. Die Werte ändern dauernd. Die wurden in den letzten Wochen ein paar Mal angepasst. Ich erwarte, dass die das wieder machen. Heißt, die Werte in dem Video sind eventuell nicht mal ganz aktuell. Deswegen schaut in die Kommentare, ich pinne da einen Kommentar an mit den aktuellen Werten zum Scav-Karma. Also, nach dem Video natürlich. So, der simpelste Weg ist, als Scav PMCs über den Haufen zu nudeln. Das gibt euch 0,01 Karma. Jetzt ist es in Raid nicht immer einfach zu unterscheiden, ob Scav oder PMC. Ich meine, seht ihr das? Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, am besten mit F1 mal eine Voiceline spammen. Gehen sie drauf ein, dann ist es definitiv ein Scav und sonst müsst ihr halt gucken. Wenn ihr Glück habt, war es ein PMC. Im PMC gibt euch 0,01, also nicht gerade 4. Das bedeutet, um Max Karma zu erreichen, nur mit der Methode müsst ihr 600 PMCs über den Haufen schießen als Scav und die muss man erstmal finden, also... nö. Dann haben wir andere Scavs. Wenn ihr einen anderen Scav-Spieler, ohne dass er euch abgeschossen hat, über den Haufen schießt, verliert ihr 0,05. Für einen normalen Scav 0,02.
Für einen Boss verliert ihr 0,2 bis 0,5. Und wenn ihr dann Pech habt, dann könnt ihr nicht mal looten, wie in meinem Fall. Wenn ihr mehrere Scav-Spieler tötet, wird das immer mehr. Bei normalen Scav bleibt das immer 0,2. Wenn ihr einen Scav tötet, der zuvor einen Scav getötet hat, also einen Rogue-Scav, dann kriegt ihr 0,01. Außer er hat eine ganze Menge Spieler und Bosse genietet, dann kriegt ihr mehr. Nun, jetzt kann man das natürlich ein bisschen provozieren und hoffen, dass andere Scavs über den Haufen schießen, um dann selber das Karma zu kriegen, aber da muss man auch hoffen, dass die Leute drauf reinfallen. Also hier Übersicht, ein Rogue-Scav kriegt ihr mindestens 0,01, für einen Neutralen verliert ihr 0,02 und für einen Scav-Spieler 0,05, ist also ganz schön riskant da, wenn man nicht genau weiß, ob der jetzt wirklich jemand erschossen hat und so weiter. Außerdem müssen wir wieder 600 Scavs über den Haufen nieten, das ist einfach nicht praktikabel. Die nächste Methode ist der Car-Extract. Wenn ihr als PMC einen nutzt, einen Car-Extract, dann kriegt ihr jedes Mal ein bisschen Reputation. Das wird aber immer weniger. Am Anfang kriegt ihr dafür eine ganze Menge, aber gegen Ende kriegt ihr echt gar nichts mehr. Soweit ich weiß, sind es 18 Mal Extracten und dann kriegt man nichts mehr. Aber eben, ich werde das in den Kommentaren noch dann reinschreiben, sobald ich da irgendwelche bestätigten Informationen habe. Wichtig zu wissen, die Car-Extracts zählen für jede Karte. Heißt, ihr könnt das auf Customs machen, auf Woods machen und dann auf Interchange noch. Die sind alle unabhängig voneinander. Außerdem gibt es zurzeit ein Gerücht, dass man wieder mehr kriegt, wenn man nur ein paar Tage wartet. Oder das stimmt nicht. Habe ich getestet? Stimmt nicht. Das lädt sich scheinbar echt nicht mehr auf. Sonst steht es in den Kommentaren. Als nächstes haben wir den Duo-Extract. Nun, wenn ihr das machen wollt, dann nehmt irgendwas, was Lärm macht. Geht in Raid rein, versteckt euch in den Busch und geht eine Runde Netflix gucken. Weil am Anfang hat es keine Scavs, also was wollt ihr da? Dann geht zu dem Extract, der Duo-Extract. Da könnt ihr auf dem Wiki, ich werde das verlinken, jeden Extract nachgucken. Und da müsst ihr jetzt am besten eine Musik spielen. Also geht da hin und schießt in einem Rhythmus, damit die Scavs wissen, dass da einer steht und auf sie wartet. Vielleicht weist einer an. Die Scavs auf der anderen Seite sehen den Extract grün markiert, wenn ihr da steht. Die wissen also, dass da ein PMC zumindest war. Und wenn ihr die Schüsse hören, wissen sie, dass da immer noch einer ist und eventuell extracten die mit euch. Nur die Menge wurde auch sehr stark genervt. Mittlerweile kriegt man nur noch so viel, davor war es 0,2. Also ist auch nicht mehr besonders lukrativ und es wird auch immer weniger. Jetzt, wie zur Hölle soll man denn Scav-Karma kriegen bei diesen geringen Werten? Nun, wenn wir uns anschauen, man kann 10-mal auf jeder Map den Car-Extract benutzen, das gibt uns 2,19 Karma. Dann benutzen wir 5-mal den Duo-Extract auf jeder Map, was unglaublich anstrengend ist. Dafür kriegen wir gerade mal 0,6, also 2,79 aktuell. Das heißt, uns fehlen 3,21, das wären 321 Kills. Als Scav und nur Rogue-Scavs oder PMCs. Und das ist für die meisten Leute schlichtweg nicht erreichbar. So, das sind die Informationen, die wir aktuell haben zum Scav-Karma. Wie gesagt, ich werde unten einen Kommentar führen, der möglichst aktuell ist, falls BHC irgendwas ändert. Jetzt zu der Unerreichbarkeit vom Scav-Karma. Dazu kommt noch ein eigenes Video. Ich denke, BHC hat da einfach ein bisschen übertrieben, weil anfangs war es echt zu einfach. Wenn man 0,1 gekriegt, wenn man einen Rogue-Scav über den Haufen geschossen hat, das heißt 60 davon und man hatte Maximum. Das war schlichtweg zu einfach. Auch die Exits haben deutlich mehr gegeben und waren unlimitiert. Dass man da reagieren muss, ist klar, aber meiner Meinung nach haben sie da ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und ich denke schon, dass sie da wieder ein bisschen zurückrudern werden. Aber das sehen wir dann in der Zukunft. Wäre echt schade für die vielen coolen Feature, wenn man die nicht nutzen kann. Aber wie gesagt, ich werde dazu noch ein separates Video machen, wo wir darüber reden. Wenn ihr das Video aus der Zukunft schaut und Scav-Karma wurde wieder angepasst, dann nevermind, vergesst, was ich jetzt gerade gelabert habe. Aber auch egal. Ich hoffe, es hat sich zum Besseren gewendet. Moin moin, hier der Zukunftshans. Während der Bearbeitung des Videos habe ich noch ein paar Scav-Runs gemacht, um herauszufinden, ja, gibt es denn eine Map, wo man das wirklich farmen kann, wenn man das denn möchte? Und es scheint, dass Interchange ganz gut ist. Aus unbekannten Gründen sind da in den letzten 10 Minuten immer wieder etliche PMCs zu finden. Also wenn ihr das grinden wollt, indem ihr PMCs killt, würde ich Interchange empfehlen. Reserve kann auch ganz angenehm sein, wenn die Leute versuchen, Raider zu farmen. Aber gerade Early Wave habt ihr auf Reserve auch sehr oft den Fall, dass nach 10 Minuten niemand mehr auf der Map ist, weil alle Hatching Runs machen und durch Manhole rausgehen. Also, naja. Und das war's. Wie immer, wenn ihr das Video hilfreich fandet, Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus, abonniert für mehr oder schaut mal im Stream vorbei und dann sehe ich euch im nächsten Video. Bye, bye.